Okay, Freunde, damit sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Eine Stunde in. Es ist viel Zeit vergangen seit dem letzten, möchte ich schon fast sagen. Aber das ist nicht schlimm, dazu kann ich gleich mir nochmal mehr erzählen. Herzlich willkommen zu No Fear Downhill Mountain Biking, heißt der Spaß, glaube ich. Ein Spiel, das wahrscheinlich keine Sau von euch kennt. Ich gehöre auch dazu. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich habe es noch nie gespielt. Es ist ein Spiel, erstmal für die PlayStation 1. Ja, ich weiß nicht, ob es auch noch für andere Konsolen existiert. Und da kommt, glaube ich, eine Demo. Zumindest ist es hier die PS1-Version, die ich spiele. Auch original, ja, ja, mit Disc und so. In meiner PS2, man kennt's. Und ja, der Aufhänger ist, dass dieses Spiel irgendwie in meiner Sammlung existiert. Dank meines Vaters. Ich habe ja schon mal erzählt, dass mein Vater irgendwie früher, keine Ahnung, wirklich nur eine Handvoll Spiele hatte. Und es sind alles irgendwie so eine Trash-PS1-Spiele, die niemand kennt. Keine Ahnung, wo er die her hat. Und irgendwann habe ich dann halt, als ich so angefangen habe, dann auch wirklich Spiele zu sammeln, habe ich die dann einfach mal mit in meine Sammlung aufgenommen. Und das steht jetzt wirklich quasi seit Jahren da in meinem Regal. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was es ist. Und dachte mir so, komm, machen wir eine Stunde in dazu. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr schön. Ich habe die Disc eingelegt. Zuerst stand da dann hier Fehler beim Lesen. Aber als ich dann nochmal rauf wieder reingefahren habe, hat es wunderbar funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt nicht zu irgendwelchen Fehlern kommt. Können wir mal die Optionen gucken, ja, erstmal ganz wichtig hier, Bildschirmposition, nee, das habe ich schon selber angepasst. Controller 1, Audio, Musiklautstärke, achso stimmt, ist der Sound eigentlich so okay? Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht geguckt, ich glaube, es könnte sogar fast ein bisschen lauter, aber ich, ja komm, ich mache den mal ein bisschen lauter, wobei das schon grenzwertig ist, glaube ich. Ich lasse es doch mal auf der alten Einstellung, einfach damit, ich mit meinen anderen Aufnahmen nicht durcheinander komme. Musikauswahl. Keine. Statisch, zufällig, Objekt. Klar, okay. Ja, was auch immer, Sprache, Memory Card, der kann ich wahrscheinlich speichern. Ja. Video abspielen, vielleicht das Intro nochmal, keine Ahnung. Komm, wir starten einfach mal durch. Meisterschaft, Einzelrennen. Dann nehme ich doch erstmal das Einzelrennen, würde ich sagen. Also diese Animation, ne? Marlon. Geil, wenn wir voll am Liegestütz machen. Der schafft mehr als ich. Rosa. Natürlich erstmal hier so ein bauchfreies. Ach, PS1 war ein Fehler manchmal. Henry mit I. Ich spüre da eine Verbindung. Toni mit I. Oh Gott, diese Fresse, wie die gerade so. Oh Gott, wie das aussieht. Ah, PS1, ich liebe dich. Nathan? Nathan? Ein bisschen aus wie... Irgendwie erkenne ich da rechts in dem Bild gerade Woody Harrelson, ich weiß auch nicht. Und Benny. Aber hey, gute Frauenquote, ist 50-50, finde ich gut. Achso, ich sehe auch da rechts in Stats, ne? Boah, Alter, Henry ist einfach der ausgeglichenste Mensch der Welt. Ich sehe das, wie in dem Henry. Oh, ich kann einen Namen eingeben. Passt denn hier? Warte mal. Da passen, glaube ich, mehr als drei Buchstaben rein, oder? Da passen drei Buchstaben rein. Das sieht voll so aus, als wenn da noch ein Fehlerbuchstabe hinpasst. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, also manche von euch vielleicht schon, wenn ihr vier Buchstaben habt, aber einen vierbuchstäbrigen Namen zu haben, ist echt ein Pain. Weil man sich dann immer nicht eintragen kann, aber auch nur gerade so nicht. Und meistens dann auch irgendwie kein, keine Abkürzung existiert, zumindest in meinem Fall. Ich könnte mich Len oder Lon nennen, aber es ist halt übelst scheiße. Wenn's. Es gibt doch hier O und E eigentlich. Gibt's O und E so in einem Buchstaben? Das kann man machen. Aber das bieten die meisten Spiele nicht. So, Hayworth Hill, Dry River Valley, Telegraph Hill, Matukituki Rapids, Watzmann Path, ich glaube, das ist Deutschland. Sunshine Forest. Ist das Deutschland? Ich kann es gerade nicht so richtig erkennen, weil der Pin einfach viel zu groß ist, aber ich glaube schon. Okay, doch nicht in... Ich dachte gerade nach Neuseeland, ne? Ist Neuseeland so weit weg von Australien? wo ist das? In US fucking A. Das ist in... Dingenskirchen. Ist das Marokko noch? Und in Great Britain. Na komm, wir fangen mit dem ersten ganz klassisch an. So, ja, eine Stunde in, ganz witzig eigentlich, ne? Eigentlich habe ich für letzte Woche eins versprochen, nämlich zu Pac-Man 99. Ich habe allerdings, oh, ach guck mal, hier kann ich sogar, oha, oha, Bike, shut up.
Ich habe die Pac-Man 99 geplant und habe tatsächlich auch schon das eine Stunde angefangen, habe ungefähr 5 Minuten aufgenommen und dann in eine Runde zu starten, um dann zu sehen, oh, ich habe gar kein Nintendo Online mehr. Das heißt, ich konnte es gar nicht spielen. Und weil ich dann keine Zeit hatte, spontan mir was anderes zu überlegen, dachte ich mir, ja, fällt halt aus. So, Reifen, Dirt. Da kann ich auch gar nichts ändern, tatsächlich. Oder aber es geht irgendwie anders. Ja, ich muss wahrscheinlich irgendwo was kaufen, wahrscheinlich, ne? Ach, das passt schon. Das passt schon. Wobei, da hätte ich eben nach links und rechts drücken können. Vielleicht hätte ich auch vorher mal in die Steuerung gucken sollen. Ich blamiere mich jetzt wahrscheinlich nach allen Regeln der Kunst. Aber gucken wir mal. Gegen Kelly. Kel. Ja, das meine ich. Wenn da jetzt Leon stehen würde, was wäre die Abkürzung? Lon, Len, Lyn? Keine Ahnung, Alter. So, okay, mit X gibt man Gas. Wer hätte das erwartet? Analogsteuerung gibt's vielleicht. Oh Gott. Ich muss kurz die Analogtaste drücken. Nee, gibt's nicht. Okay. Vielleicht brauche ich die irgendwie für Luftattentate oder so. Was? Au! Ich bin tot. Energie habe ich auch. Okay. Okay, Viereck ist auf jeden Fall eine Bremse. R1 macht auch irgendwas. R1. Das eine wird die Vorderrad- und alles die Hinterradbremse sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich fahre jetzt erstmal den Weg und dann gucken wir gleich mal in die Steuerung, würde ich sagen. Uah. Okay, ich konnte irgendwie gerade kurz nicht lenken oder so. Oder ich war einfach nur zu doof, ich weiß nicht. Es ist aber auf jeden Fall so eine. Ist eine okay Steuerung. Es lenkt ein bisschen träge, aber soll es wahrscheinlich auch irgendwo sein. Ich hatte nämlich schon ein bisschen Angst, dass es hier die übelste Simulation wird und mich hier an, ne, hier Winter X Games und so erinnert fühle, wo ich ja bis zum Ende der Stunde einfach gar nichts geschissen gekriegt habe. Aber so krass scheint es nicht zu sein. Also ich krieg das Fahrrad bewegt. Aber Fahrradfahren ist, glaube ich, auch ein bisschen leichter als Snowboardfahren, muss man tatsächlich sagen. Energie. Oh, meine Energie blinkt. Wird das auch immer weniger, je nachdem, wie lange ich, ah ja, in die Pedale trete. Okay. Wenn ich loslasse, füllt sie es wieder auf. Ah, wahrscheinlich, wenn es dann bergab geht, kann ich mal kurz die Fresse halten mit dem Gas geben. Die Fresse halten, ne? Kann man eben so X spammen und schneller? Nee, ist kein GTA. Ah, ich habe den Fahrer eben schon gesehen, ne? Finish! Ich bin zu Ende gefahren. Ich finde, das ist schon eine Errungenschaft. Ja, die Wiederholung brauche ich jetzt eigentlich nicht. Noch einmal neues. Ich drücke mal beenden. Und gucken wir mal die Steuerung an. Ganz entspannt die Steuerung angucken. Schalala. Bla bla bla. Ja. Optiones. Controlletti 1. Okay, nach links steuern. Ja. Pedale X-Taste oder R2-Taste. Okay. Vorderradbremse R1. Rückbremse L1. Trick L2. Okay. Oder Kreis. Nett, dass man das alles auch auf den Face-Buttons irgendwie hat. Kamera wechseln. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht. Steuerungsempfindlichkeit. Mittelhoch. Ich mach das mal auf hoch. Ja, gut. Das ist gespeichert. Denke schon. Ich gehe jetzt nochmal ins Einzelrennen, würde ich sagen. Oder ins Zeit. Komm, wir machen mal Zeitfahren. Competition Access Code verwenden. Was? Nö. Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Balance, Power, Erholung, Ausdauer. Ich weiß natürlich nicht, wofür. Ausdauer ergibt Sinn, Erholung verstehe ich, Power verstehe ich nicht so ganz, vielleicht einfach die Geschwindigkeit. Was war denn gerade mein Problem? Eigentlich eher so die Ausdauer, würde ich sagen. Wer hat denn eine große Ausdauer? Marlon. Komm, nehmen wir den einfach mal. Ist auch FRJ irgendwie, sind alles die gleichen. Komm. Auf nach Marokko. Casablanca.
Tatsächlich Marokko. Oh, ich bin so gut. Stand da nämlich gerade. Warte mal, links, rechts. Beenden. Blablabla, zum Menü. Soll es ein Unzeichen sein? Streckeninfo. Gibt's aber 95% Sand, 5% Asphalt. Okay. Ja, dann sind Dirt-Reifen wahrscheinlich schon eine gute Wahl. Auch wenn ich eh nichts anpassen kann hier. Irgendwie. Nee. Ja, gut. Irgendwo kann ich wahrscheinlich was kaufen, aber keine Ahnung wo. Wie jeder Rekord 5 Minuten ist. Scheinbar von Crew. Es ist halt wirklich wegen Crew, also Crew. Andere schreiben für Crew, also nach dem Motto die Entwickler-Crew hier, die Entwicklerzeiten. Ja. Irgendwie so. Energie. Okay. Oh ja, doch, ich merke die hohe. Die Änderung der Empfindlichkeit lenkt ein bisschen doller auf jeden Fall. Aber vielleicht liegt es auch am Charakter. Aua. Okay. Hinterradbremse. Naja. Also eigentlich, wenn du so richtig schön unterwegs bist, kannst du mit einer Hinterradbremse schon geil bremsen, geil driften. Wüsste gar nicht, wofür eine Vorderradbremse eigentlich gut sein soll. Zum Bremsen tatsächlich. Aber so zum Driften ist sie eher nicht so. Ist das Crews Geist? Crew von Jack 2? Oh Gott. Seine Ausdauer ist jetzt aber irgendwie auch nicht so geil, tatsächlich. Also zum Glück fühlt sich das eigentlich echt gut wieder auf. Soll auf der Strecke bleiben. Man kann ja irgendwie auch Stunts machen, aber dafür müsste ich halt mal irgendwie eine Rampe oder so bekommen. Also ich merke jetzt irgendwie von der Bremse echt nicht viel. Aber eigentlich jetzt schön, wenn ich so durchdrücke, zack, und dann links, dann müsste ich einfach so fett rumdriften. Potenziell sogar auf die Schnauze legen, aber es passiert nicht. Dass ich mich nicht auf die Schnauze lege, finde ich gut, aber dass ich irgendwie nicht um die Kurven komme, finde ich doof, nicht ganz ehrlich. Hey, das war doch okay. Naja, okay. Gut, dann weiß ich jetzt aber zumindest die Steuerung. Dann weiß ich Bescheid. Hey, ich habe ja noch Cashewkerne liegen von gestern. Geil. Erstmal reinsnacken. Neuer Zeitfahrerrekord. Oh, na ja, klar, warum nicht? Ist voll. Ach, scheiße. Ja, dann halt nicht. Fangen wir mit der Meisterschaft an. Ja, Amateur, bitte. So, wen nehmen wir denn? Ich finde, die ist eigentlich auch ganz gut. Gedingst. Komm, nehmen wir die mal. Ausgeglichen wollte ich sagen. Gedingsbumst. Hey, Worth Hill mal wieder. Ja, leider kann ich hier nichts anpassen. Das ist ein bisschen doof. Auf nassen und lockeren Oberflächen. Was steht denn hier bei der Renninfo? 40% Dirt, 60% Scam. Okay, ja, keine Ahnung. Gibt es irgendwo einen Shop? Kann ich Sachen kaufen? Gibt es überhaupt Geld? Ach ja, ich werde wahrscheinlich fett auf die Fresse fliegen jetzt. Also entweder wortwörtlich oder halt, ich werde es nicht schaffen. Aber ist okay. Okay, drei Rennen sind eine Meisterschaft tatsächlich nur, oder? Ja. Interessant. Na naja, gut, vielleicht schaffe ich ja eine Meisterschaft. Jack mit C. Ich hätte Jack mit K genommen. Aber gut. Ich bin ja auch nur ein kleiner, fetter Loser. Okay. Telefonzelle. Mir ist da nicht direkt aufgefallen, dass es England ist. Mann, Mann, Mann. Ja. So viel dazu.
Ich weiß nicht, Bruder. Ja, okay, die kommt schon mal ein bisschen besser um die Kurve, aber. Ich habe es tatsächlich eben. Einfach R1 und Viereck gleichzeitig gedrückt. Was ja dann, glaube ich, die gleiche Bremse ist eigentlich. Wenn ich beide gleichzeitig drücke, was passiert dann? Wenn man beide Bremsen gleichzeitig drückt beim Fahrrad, dann ist man, glaube ich, tot. Dann explodiert das Fahrrad einfach. Ja. Alles erlebt schon. Na komm, gib Gas! Gasen! Leider muss ich das Rennen gewinnen. Weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ich muss gewinnen, damit ich weiterkomme. Hoffentlich habe ich unendlich Versuche, bis ich es mal schaffe. Ach, mit der Energie fuckt so ein bisschen ab. Also ich verstehe das, aber es ist tatsächlich nicht. Es ist halt kaum Energie gefühlt. Da kann ich ja länger strampeln. Ach komm, Alter, du Fickerich. Ach ja. Ich darf halt nicht in die Scheiße da kommen. Oh, dann ist, glaube ich, Ziel, ne? Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, Bruder. Aus der Meisterschaft disqualifiziert. Na, okay. Okay, aber direkt neu starten. Strecke neu starten, ja. Komm, irgendwie muss ich das doch schaffen. Gut, wäre ich da nicht so fett auf die Schnauze geflogen, hätte ich es vielleicht geschafft. Hoppala. Fucking Cashew gerne. Novloading. So, Jack, du Pimmel, Alter. Ich zieh dich ab. Du Spang. Leider nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie. Übersehe ich irgendwas? Kann man irgendwie. Das Nitro? Ich weiß nicht. Es gibt ja auch, was mich halt so ein bisschen verwirrt, Tricks. Aber irgendwie so wirklich springen kann man hier nicht. Also, es gibt auch kaum Rampen gefühlt. Naja, wahrscheinlich ist das Geheimnis wirklich, sich so ein bisschen hier so mit der Energie quasi zu haushalten. An den richtigen Stellen Gas zu geben und an den falschen Stellen nicht Gas zu geben. Ich bin schon näher ran, ne? Ich habe ja keinen Unfall gebaut. Das ist schon viel wert. Okay, ich habe ihn für den Moment. Es ist aber auch echt nicht so leicht, hier auf der Strecke zu bleiben, finde ich. Überall so Dirt ist. Okay. Jetzt mal eben kurz hier wieder auf Hochtouren kommen. Boah, ich bin richtig drin, Alter. Ich glaube, ich fange Karriere als professioneller Fahrradfahrer an. Professioneller Fahrradfahrer klingt aber auch, ey. Ich hasse übrigens Fahrradfahren. Ich fahre super ungern Fahrrad, wirklich. Wenn ich die Wahl habe zwischen irgendwo mit dem Fahrrad 10 Minuten hinfahren oder eine halbe Stunde hinlaufen, ich will immer laufen. Ist mir scheißegal. Ich weiß nicht. Ich mache es irgendwie nicht gerne, es macht mir keinen Spaß und es ist immer so, ach, muss man das Fahrrad da irgendwo abstellen und ach, alles stressig, alles nervig. Ich hab gewonnen! Ha! Abgezogen, den Wichser. Ich bin ein sehr toxischer Gewinner. Weiter. So, ich gehe mal davon aus, dass die Strecken auch, die Strecken, ja, die Strecken vielleicht auch, aber dass vor allem die Herausforderer mal härter werden. Gegen Melissa Mel. Ich hoffe auch wirklich, dass wenn ich jetzt verliere, das ist ja wieder die gleiche Strecke. Das ist ja Belastung, naja. Dass wenn ich jetzt verliere, ich trotzdem dieses Rennen neu starten kann und nicht alles nochmal von vorne machen muss. Wäre ein bisschen anstrengend, wenn es der Fall wäre, aber na, mal gucken. Da ist wenigstens mehr Content für eine Stunde innen, ne? Ist ja auch nicht verkehrt. So, hier, schön innen überholen, Kurve schneiden. Ach ja. Aber zum Thema Fahrradfahren, das hat sich ja eh erledigt. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Also, ich habe sie bestimmt schon mal irgendwo erzählt. In irgendwelchen Streams oder so. Aber hier passt es.
dass ja mein Fahrrad weg ist und ich mir nicht sicher bin, wo. Also ich habe eigentlich ein Fahrrad gehabt, stand im Keller. Ich habe es, seitdem ich hier wohne, in Jena, einmal benutzt. Und tatsächlich damals, als ich beim Netto angefangen habe, habe ich ja... Ja komm, ich hole aus, ich erzähle die ganze Geschichte. Ich habe mich ja beim Netto beworben und ich dachte, ich habe mich eigentlich mit dem Netto hier bei mir um die Ecke beworben. Dann wurde ich auf ein Bewerbungsgespräch eingeladen und ich habe dann quasi nochmal meine Mails gecheckt, so kurz bevor ich dahin gefahren bin. Habe dann erst gecheckt, oh warte mal, das ist ja gar nicht der Netto hier um die Ecke, sondern der in Winzerla, im Assi-Viertel, also weiter weg. Dachte mir so, oh ja scheiße, wenn ich jetzt da zu Fuß hingehe, dauert ein bisschen. Das schaffe ich nicht rechtzeitig, also habe ich mir mein Fahrrad gegrabt, was by the way einen Platten hatte. Kam auch ein bisschen zu spät an, aber es war damals nicht schlimm. Ja, habe ich aber auf jeden Fall mit nach Hause genommen. Ich bin damit wieder nach Hause gefahren, bin mir relativ sicher. Hab's im Keller abgestellt, ich habe es, wie gesagt, ewig nicht benutzt und irgendwann gehe ich mal so in meinen Keller. Ich glaube zum Wäschewaschen, keine Ahnung. Und guck so in die Ecke, wo das immer stand und merk so, wo ist denn mein Fahrrad? Ja, ich habe keine Ahnung. Entweder es wurde tatsächlich geklaut aus meinem Keller, was ich frech fände, weil ich, naja, weiß ich nicht. Kann halt passieren, ne? Aber ich wohne jetzt eigentlich nicht in so einer Riesenstadt, plus eigentlich jetzt auch nicht unbedingt im gefährlichen Viertel. Weshalb ich jetzt ein bisschen dachte, okay, sowas passiert hier eigentlich eher nicht. Oder aber ich habe wirklich irgendwie, weiß ich nicht, ich möchte nicht ausschließen, dass ich irgendwo mit dem Fahrrad hingefahren bin und dann zu Fuß wieder nach Hause bin, weil ich es vergessen habe. Das will ich nicht ausschließen, dass das passiert ist. Weil ich an diesem Fahrrad nicht hänge und eigentlich immer überall zu Fuß hingehe und deswegen vielleicht irgendwie, ne, diesen Gedanken hatte. Aber ich weiß noch, wie ich bei meiner ersten Uni-Veranstaltung damals mit dem Fahrrad hingefahren bin, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie weit es weg ist, um dann zu merken, okay, es ist echt nicht so weit weg und da kann man easy peasy zu Fuß hinlaufen. Mit dem Fahrrad ist eher stressig. Jeder mit dem Fahrrad ist sowieso übel stressig. Keine Fahrradwege, nur so Fahrradschutzstreifen und so eine Scheiße. Oh nein, ui, okay, alles gut. Ich habe übrigens gewonnen gerade, hey. Und so, und dann irgendwie auch kaum Stellplätze und oh, durch die Innenstadt, wenn der ganze Leute sind, kannst du eh nicht mit dem Fahrrad durch. Da bist du als Fußgänger auch einfach besser aufgehoben. Oder als Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln. Tatsächlich. Von daher, alles cool. Naja, jetzt habe ich kein Fahrrad mehr. Ich habe es übrigens bis heute meinen Eltern nicht gesagt. Ich habe ein bisschen Angst davor. Fick dich doch! Nee. Ich habe ein bisschen Angst davor, denen das zu erzählen. Das war jetzt kein hyper, ultra, mega Fahrrad, aber naja, ein bisschen Geld kostet ein Fahrrad schon, ne? Naja, muss ich mir mal überlegen. Vielleicht, ich brauche es eigentlich nicht. Wenn ich umziehe und dann irgendwie vielleicht mal merke, okay, ein Fahrrad könnte ich doch mal wieder gebrauchen. Dann kann man dann halt mal gucken. Da muss ich halt leider einmal ein bisschen Geld in der Hand nehmen. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Hol ich mein altes, klappriges Damenrad. Und dann passt das. Ich mach's wie Farin Urlaub. Lalala. Ich bin übrigens voll gut. Ich glaube, ich bin echt gut in dem Spiel. Nee, keine Ahnung, aber... Damit habe ich jetzt schon wieder überholt, aber meine Energie ist bald alle. Ich sollte mal kurz chillen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man echt schneller ist, wenn man kein Gas gibt. Die Meisterschaft gewonnen! Juhu! Toni! Toni ist die Beste. Was passiert jetzt? Oder ist es nur irgendwie Schritt 1? War es nur dieses Qualifying? Nö. Diese Fresse von ihr, ey. Ach, die PS1 ist sympathisch. Und die da links hat irgendwie rote Augen. Ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Was für Dämonen die irgendwie in sich hat. Aber das ist schon irgendwie, klingt, sieht ein bisschen ungesund aus. Okay, Glückwunsch! Erhalten die Aufwertung für Haworth Hill, Amateurmeisterschaft. Legierungsrahmen, ah, so schaltet man die Sachen frei. Ja! Nur noch kein Platz, richtig? Ist voll. Deine Mama ist voll. Boah, PS1 Memory Cards haben so wenig Speicherplatz, Alter. Das ist wirklich übel. Ich habe leider nur eine. Entweder ich besorge mir tatsächlich mal eine neue oder ich lösche einfach ein paar alte Spielstände. Ich hänge da jetzt ja nicht so dran.
Aber das passt schon. Rennen starten wollen. Wo bin ich jetzt? Ah, hier, guck mal. Legierung. Leichtgewicht. Ich gehe mal. Was, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt starte. Ich gehe mal lieber zurück zum Menü. Wirklich A zum Menü, wirklich. Beenden A. Ich, ja. Ich spreche in ihrer Sprache. Manchmal. Aber nur manchmal. Cashewkerne. Cashewkerne sind eigentlich echt auch geiler Snack. Leider immer so teuer. Fuck mich ab. Freigegeben. Aufwertung freigegeben. Auch geil. Ja, okay. Kann ich jetzt echt nur neu? Das ist ja doof. Jetzt habe ich... Hä? Okay. Also ich hätte doch weiter drücken müssen, scheinbar. Naja, gut. Egal, die Hälfte vom 1 Stunde ist eh schon fast vorbei. Nehmen jetzt einfach noch ein paar andere Charaktere hier, dass wir jeden mal sehen. Plus so ein paar andere Strecken und dann passt das schon. Hier, Telegraph Hill. In California. Ist es noch Kalifornien? Weiß ich nicht. USA. San Francisco. Na, fast. Ist wenigstens... Naja, das ist wenigstens freigeschaltet geblieben. Das ist gut. Ich frage mich, ob da optisch überhaupt was verändert ist jetzt. Also ob mein Fahrrad jetzt anders aussieht. Ich habe mir überhaupt nicht an mein Fahrrad angeguckt, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ob es so wäre. Wäre nett. Rosa gegen Emilia. Let's go! Rade. Boah, die hat ja gar keine Energie. Hier, ja, Stand! Hat nicht funktioniert. Oh, Alter! Ich wollte nicht sabotieren tatsächlich. Es war ein Unfall. So, warte mal. Kann ich irgendwie. Nee, hä? Da stand doch R2. Wobei Kreis ging, glaube ich, auch, ne? Ach so, warte mal. Ach, mit Kreis springe ich. Das ist Trick. Okay. Das könnte sie irgendwie so cool Matt Hoffman mäßig so. Weißt du? Weiß ich, so ein Tip-Tap-Top-Top. Nee, wie heißen die? Ach, ich habe keine Ahnung, wie ganze Stunts heißen, habe ich alle vergessen. Machen. Ja, nächstes Mal Fahrrad fahren dann in Tony Hawk's American Wasteland. Ich freue mich. Nein, tue ich nicht, weil das macht keinen Spaß. Juhu! Naja. Semi-Juhu. Finish! Ich mag es, wie die Sprites mich bejubeln. Da fühle ich mich gleich besser. Neues Rennen. Ach, guck mal. Aber nee, ich drücke... Okay. Drücke lieber beenden, damit wir auch mal die anderen Charaktere sehen. Ja, es ist ein bisschen doof mit der Meisterschaft. Wenn ich jetzt gleich alle Rennen einmal durch habe, habe ich die Stunde auf jeden Fall noch nicht voll. Muss ich mal gucken, ob ich dann irgendwie nochmal eine Meisterschaft starte. Einfach nochmal. Naja, sind ja nur drei Rennen. Oder Duell. Oder Turnier, aber es geht nicht. Ah, schön. Sind das echte Fahrer, frage ich mich. Also die Bilder offensichtlich schon. Aber ob das echte irgendwie Profi-Fahrer sind. Matt gibt's hier nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Ihr habt doch keine Ahnung. Matukituki, Rapids. Neuseeland, Wanaka. Let's fucking go. Kann ich einfach die Hülle hier vorlesen, was da so hinten drauf steht. Das mache ich gleich.
Erstmal gegen Heidi. Heidi. Kann man die alle freischalten? Kann man Charaktere freischalten? Weiß nicht, oh. Sieht aber wild aus. Volle Kapazität der PS1. Also halt wirklich, das sieht gar nicht. Yeah. Der ist tatsächlich noch nicht an mir vorbei. Funny. Alter, was sind da für Kurven hier? Verpiss dich! Ey! Sabotage! Ach komm. Für PS1-Verhältnisse sieht das eigentlich ganz gut aus, was hier passiert. Wow! Okay, ins Wasser sollte ich ja nicht. Ich verstehe. Dann mache ich die Speichen gleich ganz kaputt. Bäbedem. Bäbedem. Wow, nein. Oh, ja. Oh, alle Emotionen einmal durchgespielt. Es gibt. Ich krieg dich, du Fickwurst. Fickwurst. Eine schöne Beleidigung. Okay, noch knapp vor ihm. Okay, das Wasser so einmal anknutschen darf man, aber nicht volles Mett reinfahren. Ja! Strecken sind aber auch eigentlich relativ kurz tatsächlich. Heidi, ey. Wollte mich sabotieren, das hast du davon. Biatch. Ich find's aber auch schön, wie dieses No-Fear-Logo einfach immer wieder überall erscheint. Keine Angst, unten Hügel, Berg, Fahrradfahren. Ich glaube übrigens, das Spiel heißt auch irgendwo anders, wahrscheinlich dann in der Serie-Region irgendwie No Fear Downhill Mountain Bike Racing oder so. Also nicht Mountainbiking, sondern Mountain Bike Racing. So habe ich zumindest ein Logo gefunden. So, gönnen wir uns nochmal Penny. Ah, die ist. Oh, die ist so crazy. Ja. Drum danced. Ich kann Pro und. Was steht da? Bliss? Nee, hä? Blitz? Was steht da ganz rechts? Also Amateur, Pro und. Keine Ahnung. Elite. Ach, Elite steht da. Elite. Natürlich. Dann auf nach Deutschland. Was, Mann? Oder Österreich. Vielleicht war es auch Österreich. Keine Ahnung. Deutschland. Berchtesgaden. Garden. Berchtesgaden. Gibt's das? Lass mal gleich gucken. 60% Asphalt, 40% Schlamm. Ja. Deutschland gut zusammengefasst. Berchtesgaden. Was sagt denn Google Schönes dazu? Berchtesgaden, Markt in Bayern. Was? Markt? Ist ein Markt im Landkreis Berchtesgadener Land im äußersten Südosten Oberbayerns. Im Mittelzentrum des südlichen Teils gehört es. Hä? Ist Markt irgendeine Bezeichnung? Also eine andere als die ich jetzt gerade im Kopf habe, nämlich wo man einen Handel betreiben kann. Für Geld oder Wertgegenstände. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe gerade, irgendwie muss ich gerade an Need for Speed 1 oder 2 oder 3 denken. Was ich als Kind, ich glaube, Need for Speed 2 war es, was ich als Kind ja auch ein bisschen gespielt habe. Auf dem PC damals, ja. Wäre ich auch mal eine Stunde inwert, so die alten Need for Speed-Teile. Ich glaube, zum Durchspielen, zum Let's Playen sind die jetzt nicht so spaßig und so geeignet, weil sie eigentlich auch nur eine Ansammlung von Rennen sind. Bevor dann in, ja, ich glaube, Underground 2 so wirklich eigentlich erst zum ersten Mal so eine richtige Story eingefügt wurde. Sa behaupte ich jetzt, ich kenne mich tatsächlich nicht so aus. Underground 1 habe ich zwar auch gespielt, aber das war ja eigentlich auch nur so eine Aneinanderreihung von Rennen. Ich verliere gerade. Ja, wenn du natürlich keine Energie mehr hast und dann gerade im halben Unfall baust, ist Käse. Ist doof.
Oh Gott, blamier mich hier gerade. Bum, 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 bum. Egal, ich hab ihn gleich wieder. Wow! Loser! Okay, was wollte ich gerade sagen? Habe ich vergessen. Need for Speed 1. Woo! Schon wieder gewonnen. Bin so gut. Gut, ich spiele auf Amateur. Aber ich darf ja auch nichts anderes spielen, leider. Das ist halt eine Sache. Okay, ein Rennen haben wir noch, eine Strecke. Mal gucken, was ich dann mache. Einfach nochmal eine Meisterschaft. Ja, ärgerlich, dass ich nicht speichern darf. Also, ich darf schon, aber... Ne? Keine Platz. So, wer ist denn, wer war denn am besten? Ich hab keine Ahnung. Ach komm, nehmen wir mal unseren Henry hier. Henry Hill. Sunshine Forest. In Kanada. Habe ich vorhin auch USA gesagt? Das ist, glaube ich, Kanada. Das ist schon Kanada. Hab versucht, das Land über den USA anzurufen. War Kanada. Keiner da, ja. 100% Keys. Ja, moin. Vancouver. Ist Vancouver im Westen? Wusste ich gar nicht. Pierre. Pie. Wow, okay. Die ganze Strecke wird so aussehen. Das ist natürlich geil. Schön, dass es meine Zeit ist. Also eine positive Zeit, weil ich ihn so in letzter Millisekunde überholt habe von dem Checkpoint. Aua. Au, shitty Mac, titty. Pierre! Bleib doch hier! Netter Soundeffekt gerade, dass sie sogar gejubelt haben, als ich unter die Brücke gefahren bin, so nach dem Motto, hey, da sind Leute über dir, also willst du lauter kurzes Jubeln. Pass auf, und? Ja, da haben wir es gehört. Das ist, Detailreichtum, Leute, das man sich kaum vorstellen kann in der heutigen Zeit. Oder so. Ach, L2, also L2, mein Gott, die Betonung. Nicht R2 war Springen, okay. Was war R2 nochmal? Oder war R2 dann Stunt und L2 Springen? Wenn ich nochmal die Möglichkeit habe, fett abzuspringen, dann würde ich es gerne mal testen. Okay, da passierte jetzt gar nichts, also gehe ich nicht davon aus. Nein, ich verliere! Ich bin so schlecht. Henry, so schlecht. So ein Spacken. Naja. Ach ja, ich wollte noch die Hülle vorlesen, ne? Was steht denn da so Schönes drauf? So, die Hülle ist auch irgendwie schon ganz schön demoliert. Riecht irgendwie nach Raucher. Mein Vater ist nicht Raucher, aber irgendwie riecht es trotzdem danach. Geeignet ohne Altersbeschränkung. Alter Scheiße, sieht richtig viel drauf. No Fear Downhill Mountainbiking. Schnell, ruppig, hart und gnadenlos. Spannend. Von 0 PM. Aha. Halsbrecherische Abfahrten. Gewagt Stunts. PlayStation Power. Von Codemasters übrigens, ne? Die haben auch ein paar bekannte Spiele gemacht. Grid zum Beispiel. Verrückt nach Downhill. Da fehlen die Ü-Punkte. Vergiss deine Ängste, deine Fähigkeiten, deine Balance und deine Nerven werden auf eine Zerreißprobe gestellt. Rase im Kamikaze-Style dem Tal entgegen. Ich kann echt nicht lesen, ne?
Schredde hart am Abgrund entlang. Du bist allein auf dich gestellt, gegen die Natur und deine Gegner. Du musst es schaffen. Es kann nur einen Sieger geben. Und denk immer daran, wer bremst, verliert. Naja. Fahre Rennen rund um die Welt. Jeder Trail ist einzigartig. Fordere deine Freunde zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen heraus oder besiege die virtuellen Gegner. Rase mit Höchstgeschwindigkeit ins Tal, wobei knochensplitternde Stürze an der Tagesordnung sind. Hier ist so ein Bild, wo Schnee ist. Also es gibt scheinbar wirklich noch mehr Strecken. Suche spektakuläre Stunts aus. Stunts und Tricks aus, wie 360s, Flips und Suicides. Okay. Ja, wie denn? Erlebe die Abfahrt in verschiedenen Außenkameraperspektiven oder in der... Was? Handlebar Cam. Handlebar. Oh, es ist eine EU-Perspektive. Erstmal gleich testen. Betrachte das Rennen in einer High-Resolution-Grafik im Replay-Modus. Ja. High-Resolution. Entspannte 240p. 25 Strecken und 11 internationale Locations. Von den Alpen bis nach Japan. 8 Spielcharaktere mit individuellen Eigenschaften. Wirklichkeitsgetreue Fahrphysik und Handling. Fahren gegen Freunde, die Uhr oder einen von 16 Computergegnern. 6 unterschiedliche Spielmodi in 3 verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Setup-Optionen für extrem leistungsfähige Bikes und Bonusstrecken. Mhm. Was auch immer. Okay, den Controller fallen lassen. Ich hoffe, er ist kaputt. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Fahre ich jetzt einfach nochmal eine Meisterschaft oder wie sieht das aus? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, to be honest. Ja, komm. Was soll der Geiz? Netter Sound, wenn man noch weiter nach da gehen will. Amateur. Waren wir mal mit der Bitch hier. Schönen Rücken, den wir angucken können. So, jetzt will ich mal die Ego-Perspektive ausprobieren. Yorkshire. In Great Britain. Ja, unsere Lieblingsstrecke mal wieder. Ich habe aber auch kaum Unterschied zwischen den Charakteren gemerkt. Hey, where the hell? Aha, jetzt bin ich einfach da unten. Mies. Monika. Naja. Ja, das war die Zeit um Matrix rum. Warte mal, das ist das Spiel. Muss ich gleich mal gucken. Ich weiß es nicht. Oh, Junge. Oh, Junge, okay. Das ist tatsächlich für PS1-Zeiten gar nicht schlecht. Meistens waren das nur so Fake-Ego-Sichten. Also Cockpit-Sichten, wo dann einfach nur so ein Sprite vom Cockpit so halb drüber gelegt wurde. In der klassischen Ego-Perspektive. Aber hier hast du richtig das Bike, was du siehst. Das ist cool. Ich meine, klar, heutzutage nichts Besonderes mehr, wenn man das so sieht, aber zumindest, ne? You know. Aber wie mache ich denn Tricks? Also das verwirrt mich so ein bisschen. Davon merke ich ja nicht viel. Gut, jetzt gerade auch aus der Perspektive nicht. Wow. Ja, ist schon ein bisschen schwieriger so zu fahren tatsächlich. Ich wollte es auf jeden Fall mal gezeigt haben. Da hätte ich ja mal so easy die Kurve schneidend ihn überholen können, aber dann halt jetzt, ne? Gib Gummi! Ich denke, die Meisterschaft schaffen wir noch. Dann kann ich ja mal gucken, was passiert, wenn wir danach die andere Option wählen. Wie die rote Pille nehmen. Oh, ich glaube, der Dude kommt gerade angekackt hier. Das gefällt mir nicht. Verpiss dich! Oh Gott! Vielleicht keine Energie mehr. Das ist eine doofe Situation gerade, aber das Rennen ist auch gleich vorbei. Das soll ich eigentlich gut schaffen. Juhu! Ach schön, boah, das war aber ganz schön knapp tatsächlich. Zoe, das ist der Spitzname, Zoe. Ich hasse dich. So, komm, machen wir wieder so.
Konnte ich da auch irgendwie, ich kann noch eine weiter weg Perspektive, so ein bisschen so eine nähere. Nehmen wir die nähere. Müssen wir mehr Polygone. Au, Polygone. Alter, diese Kurve ist aber auch immer wieder so ein bisschen Endboss auch einfach, ne? Kann man hier anders sagen. Wie mache ich Tricks? Also ich, wenn ich in der Luft irgendwie was drücke, in eine Richtung, so passiert halt nichts, ne? Wenn ich nach hinten ziehe, dann mache ich so ein bisschen den hier. Ja, aber das ist auch das höchste der Gefühle. Man muss ja in der Luft irgendwie Tasten drücken. Tasten. Hey! Ich häng fest. Was war das denn? Ja, au Polygone, sag ich dazu nur. Ja, war schon ganz richtig. Scheiße, Mann. Ah, ist nicht so weit weg. Das ist noch einholbar, möchte ich behaupten. Aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Nee, kommt schon die miesen Kurven. Ah, doch. Ich bin besser in Kurven als du. Ich habe eine gute Kurvenlage. Und ich habe auch hübsche Kurven. Mein Gott, was ist heute los? Sexistenjunge kommt wieder durch. Ab und zu muss halt der auch mal raus. Das ist normal, denke ich. Das ist normal. So, verpiss dich bitte aus meinem Blickfeld. Ich möchte jetzt nämlich sehr gerne dieses Rennen gewinnen. Möchte nicht nochmal. Möchte ich nicht. Oh Gott, ich glaube, das wird nichts. Scheiße. Oh, jetzt gibt er nochmal Gas, der Penisnasenmann. Ach Mist. Ach Mist. Ja, das nur wegen, weil ich komisch hängen geblieben bin. Der Typ da rechts verschwindet hinter dem Baum. Mist. Ja, gestorben. Ah, ich kann die Strecke neu starten. Amateurmeisterschaft, Strecke neu. Was ist denn die Strecke? Aua. Okay. Ach schön, da ist die Stunde rum. Ja. Nee, aber guter Inhalt. Ich konnte füllen, aber irgendwie leider jetzt wegen des verkackten Spielstands ist halt ein bisschen dumm, jetzt das gleiche nochmal zu sehen. Aber die Stunde ist eine Stunde. Ich würde doch niemals nach einer halben Stunde aufhören und damit irgendeiner Scheiße die andere halbe Stunde füllen, ne? Würde ich niemals machen, sowas. Ich fange wirklich von vorne an, oder? Scheiße. Naja, dann sei es so. Telefonzelle. Oh! Ja! Da wollte ich wohl ins Zaubereiministerium. Aber das gibt's doch nicht. So ein Scheiß. Ach Mann, ey. Ja, jetzt ist ja schon über alle Berge. Wortwörtlich so ein bisschen auch. Über alle Hügel, über alle Downhills, über alle No Fear Downhill Mountainbiking. Hügel, Mountain, Hills, the Hills have eyes. Apropos Downhill, soll ich eigentlich auch Tony Hawk's Downhill Jam spielen? Soll ich es in meine Tony Hawk Let's Play Reihe mit einbinden? Kann man das überhaupt Let's Playen? Also hat das wirklich so eine Art Story oder irgendwie was, was man so gut durchspielen kann? Oder ist nur so Scam, dass man einfach nur so ein paar Strecken hat? Wenn ja, dann wird das ja wahrscheinlich nach Dings kommen, oder? Nach American Wasteland? Ich weiß es gar nicht genau. Hab mir jetzt vor kurzem übrigens auch Proving Grounds geholt. Als den Teil habe ich jetzt auch schon mal in der Sammlung. Bam, 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 bam. Ja! Gewonnen! Bum, bam, bum, bam, bum, bam, bum, bam. 50 Minuten haben wir schon geschafft! Wie lange kann ich den Ton halten? Ich hätte noch länger gekonnt. Wobei ich das nicht nur ein Ton war, da habe ich ein bisschen Tremolo gemacht. Heißt das Ding Tremolo? Nee. Ich vergesse es immer.
So, einmal nicht nur auf Amateur fahren, sondern einfach auch mal eine Schwierigkeit härter wär schon nett. Aber naja, dann gehe ich hier mit einem Siegesgefühl raus, dass ich das Spiel kann. Und nicht mit einem, oh Scheiße, das war ja nur Amateur und alles darüber hinaus, ist ja die absolute Hölle. Ne? Es ist nicht schändlich, auch leicht zu spielen. Merke ich gerade auch wieder in StarCraft 2. StarCraft 2. Komische Betonung. Ich betone heute sehr merkwürdig, ich merke das schon. Ich finde es echt interessant, ich will es gerade mal testen. Doch, ich kann doch mit dem Stick lenken, okay. Aber es gefühlt ein bisschen unpräzise. Ich spiele Rennspiele tatsächlich durchaus gerne mit Steuerkreuz. Oh. Interessant, wenn man Analogsteuerung anmacht, kann man aber nicht mit dem Steuerkreuz lenken, okay. Warum? Ach, keine Ahnung. Wie diese Techno-Musik hier aber auch echt interessant. Ja! Es ist mir immer wieder eine Freude zu gewinnen. Ladidadida, Rosa Zoe. Sie abgezockt. Also den Start kriegen ja dann immer besser hin. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was besser machen kann. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal, weil ich die dann sowieso in den Kurven immer gut einhole. Weil die Kurven, da bin ich jetzt Experte drin. Scheinbar. Ich drücke halt immer noch beide Bremsen gleichzeitig. Also nicht beide Bremsen, sondern beide Möglichkeiten der Rückhandbremse. Rückhandbremse, ja. Rückbremse. Da ist denn das Hinterradbremse, mein Gott. Rücktrittbremse. Kennt ihr Rücktrittbremsen? Kennt ihr noch Rücktrittbremsen, Alter? Für die ersten Fahrräder, die man hatte. Immer Rücktrittbremse. Warum eigentlich? Beziehungsweise warum dann später nicht mehr? Warum muss man irgendwann dann richtige Fahrräder fahren? Ich weiß es nicht. Ich finde tatsächlich das Spiel eigentlich ganz nett. Doch, ich hätte es ein bisschen langweiliger vorgestellt, muss ich sagen. Und eventuell auch ein bisschen schwieriger und ein bisschen Hilfe, ich komme gar nicht klar mäßig. Aber es ist okay. Es ist okay. Alles auf dem Weg. Also bleibt in der Sammlung. Ich wette, das ist auch so ein Spiel, was man so, keine Ahnung, wenn du es jetzt auf eBay suchst, kriegst du bestimmt für 2-3 Euro oder so. Ich bin mir fast sicher, dass es nichts wert ist. So, Meisterschaft gewonnen, herzlichen Glückwunsch. So, mal gucken, was ich jetzt hier machen kann. Rosa ist die Beste. So, ich werde jetzt einfach mal weitermachen, mal gucken, was ich da noch machen kann. Irgendwie nochmal ein, zwei Rennen oder so. Speichern darf ich leider nicht. Es ist traurig. Ich könnte natürlich auch mir eine PS1 Memory Card kaufen und die Konsole so lange anlassen, bis sie da ist. Ich glaube, das ist schwierig. So, Spielstand speichern. Ja, aber nein. Ach so. Ja, wir kamen auch in das Menü, ne? Dann geht's jetzt direkt weiter hier. Komm. Das ist jetzt auch hier in Marokko. Zagora in Marora, Marokko. Merke auch gerade, dass bei Rekord da unten jetzt meine Zeit angezeigt wird. Ja, okay, es geht auf jeden Fall weiter mit weiteren Meisterschaften. Wahrscheinlich auf jeder Strecke. Und wenn man dann jede Strecke hat, dann schaltet man die zweite Liga frei. Und dann da nochmal alles und dann die dritte Liga und dann hat man alles gesehen. Wobei man eigentlich auch so schon alles gesehen hat. Zumindest, die Strecken an sich, wollte ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, was da gerade passiert ist. Und auch die Charaktere. Aber es gibt ja noch mehr Strecken, ne?
Wie auch immer man die freischaltet. Oder aber, warte mal. Warte mal, das ist doch irgendwie. Bin ich hier schon mal lang gefahren? Das kommt mir gerade so neu vor. Über den Brunnenplatz da gerade. Mit dem Wasser. Ich werde gleich mal was gucken. Sobald ich hier verloren habe. Dann gehe ich einfach wieder ins Menü. Vielleicht kann ich bei den Strecken auch irgendwie noch nach links oder rechts drücken, dass da einfach noch mehr Strecken kommen. Das habe ich nicht ausprobiert. Wie bei Mario Kart Super Circuit. Einmal L drücken und plötzlich macht es schlupp und man hat nochmal genauso viel Strecken. Was ein Moment, als man das damals rausgefunden hat. Wo es eigentlich fett, glaube ich, in der Ecke irgendwo steht. So L drücken für komische und dann, glaube ich, so Pfeilsymbole oder so. Ja, habe ich dann mal fett verloren. Ah. Amateurmeisterschaft. Ja, Spielende, ich bin tot. Ist okay. Ich bin gestorben. Ich denke mal, dass ich jetzt aber auch tatsächlich hier mit der zweiten Meisterschaft wieder anfangen würde und nicht mit der ersten wieder. Das wäre sonst ganz schön ruhig. Alter, hier ist nur eine Hotline auf der Anleitung hinten drauf. Hotline, rufen Sie an. Falls Sie nicht aus Deutschland anrufen, wählen Sie bitte folgende Nummer. Ah, schön. Was passiert, wenn man... Alter, D-Mark pro Minute steht hier noch. Geil. Was passiert, wenn man da anruft? Also, wenn man diese Nummer anruft? Entweder die ist neu vergeben oder kommt einfach kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Arschloch. Okay, ja, bla bla, ist mir egal. Kann ich irgendwie... Nee. Oder aber Pro und Elite sind dann quasi neue Strecken. Das kann natürlich sein, ne? 6... 12, 18, wenn wir jetzt 18 Strecken, aber es gibt 25 oder so, stand da drauf, ne? Keine Ahnung. Von wann ist das Spiel eigentlich? Was steht denn auf der Hülle? Stand wahrscheinlich auch im Menü des Spiels. Ich sag 99. Ja, ich lag richtig. 99 ist das beste Jahr der Welt. Nee, 98. Da ist nämlich die beste Person der Welt erschienen. So, was haben wir hier Schönes? Modus Meisterschaft. Über 5 Minuten hier einmal so, ey, das bin ich mal gefahren. Hm. 30 Minuten. Also es zählt schon die gesamte Meisterschaft, aber ja. Naja gut. Optionen. Was gibt es denn für Optionen, welche Positionen? Hier, yeah, Musiklodge. Menüobjekt. Da ändert sich ja gar nichts. Was ist denn das Flight Theme? Keine Ahnung, Alter. Was war beim Video abspielen? Einleitung, Showfahren, Giant Promo. Was ist denn Showfahren? Was ist die Demo? Power. Okay. Einfach Werbung für andere Spiele. Ist ja geil. Strategy. Oh ja, das sieht so spaßig aus. Sieht nach dem spaßigsten Spiel der Welt aus. Fußball und dann managen. Wow. Speed. Ja, das Spiel sieht gut aus. Das muss ich mal in eine Stunde hinspielen. Was war das? Innovation. Okay. Also, kommen hier irgendwelche Spiele, die ich auch kenne? Frage ich mich gerade so. Bau. Realism. Colin McRae Rally, ja, das ist mein Spiel, was man kennt zumindest. So ein bisschen zumindest.
Emotion. Was? Aha. Action! Nissan. Ja. Alle 7 Spiele zusammen kriegt man wahrscheinlich für 20 Euro heutzutage. Einfach nur ein bisschen Werbung gucken, warum auch nicht? Frage ich euch. Gut, was auch immer das andere Video ist, das gucken wir jetzt auch nochmal ganz kurz rein. Giant Promo. Sieht so nach, da sieht man jetzt echte Leute und so aus. Sag ich doch. Oh, die Auflösung. Oh, ja. So sah die Welt 99 noch aus, ja, ja. Da hat man die Welt halt nur in 240p gesehen. Können auch die besten Kameras nichts ausrichten. Also interessant gemacht gerade. Wie so mitunter sich Dinge bewegen und dann andere nicht in dem Bild und dann so die Kamera fährt, das ist nett. Okay. Gut. Habt ihr auch gesehen, dann kann ich jetzt ja dieses eine Stunde in ruhigen Gewissens beenden. Ja, das war No Fear Downhill Mountainbiking. Hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Doch, es war nett. Es war nett. Ich werde es natürlich nie wieder spielen ab jetzt. Aber es war auf jeden Fall nett. War schön, das jetzt auch mal gesehen zu haben. Und zumindest mit diesem Spiel, was in meiner Sammlung steht, einfach mal auch sagen zu können, ey, ich weiß grob, was das ist. Ist doch schon mal ein Anfang. Ja. Gut. Ich will jetzt auch nicht mehr viel Zeit verlieren. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und beim nächsten Mal, was? Nein, es gibt kein nächstes Mal. Naja doch, nächstes eine Stunde hin. Ich hoffe, es wird dann Pac-Man 99, sobald ich dann wieder Nintendo Online habe. Ich habe da ja Familienmitgliedschaft, da muss man noch Dinge organisieren. Deswegen konnte ich auch nicht mal eben erneuern. Nein, die Demo möchte ich jetzt nicht sehen. Danke fürs Zusehen und bis denn. Tschüss.